Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu unserer ersten News-Sendung. Wenn wir von früheren Zeiten hören, von vorgeschichtlicher Zeit sogar, denken wir noch schnell einmal an Mythen und Sagen. Hier jedoch geht es um wissenschaftliche Erkenntnisse des derzeit bedeutendsten Prähistorikers Parker Pearson. Und es geht gleichzeitig um so aktuelle Themen wie Einwanderung und kulturelle Neubestimmung, damals wie heute, anstatt Vereinigung. Sagen wir nicht einmal Integration, nicht einmal gleich werden wie die Einheimischen. Was dient, sollen sie einbringen. Was nun Parker Pearson entdeckte, ist Gemeinschaftlichkeit in deutlich höherem Maße, als man bisher glaubte. Es ist wie von Eva Wannemacher und der Filmemacherin Gützin K. kürzlich im Kulturplatz des Schweizer Fernsehens propagierten, wenn die Frau den Mann aus dem gemeinsamen Orgasmus wirft. Es sind Verräter, die man nach unvermeidlichem Asyl so rasch wie möglich wieder ausschaffen soll. Was da heute in unseren Landen geschieht, muss man zuerst noch verdauen. Verstecken wir uns aber nicht, dokumentieren wir mutig, geben wir Sexualität nicht auf, opfern wir Bildung nicht zicken. So der folgende Beitrag einer Frau, die behauptet, man wolle sie mit großzügigen Geldgaben gefügig zur Hure machen. Die Politik muss einschreiten und Videos des Kranken gestatten. Ja. Bist du da? Ja. Bin gerade ein bisschen kalt. Ja. Hoi. Hallo. Hoi. Hoi. Komm rein. Ja. Ja.